den Abend live von Vienna, Christina. Bei frühlingshaften Temperaturen in Mattersburg begrüße ich Sie ganz herzlich zum Duell der beiden besten Teams der Bundesliga-Rückrunde. Das ist Mattersburg gegen Red Bull Salzburg. Es wird auch da sehr interessant. Am besten wach bleiben oder Wecker stellen. Um 2.30 Uhr geht's los. Und du, wach oder Wecker? Gute Frage. Ich könnte jetzt natürlich direkt wach bleiben, aber ich glaube, ein bisschen schlafen würde man auch nicht schaden. Our 12 points go to Ojin from the Netherlands. Willkommen beim Sport. Bei den Olympischen Spielen in Südkorea gibt es heute die erste Medaille für Österreich zu feiern und das gleich in Gold. Da wird nochmal geherzt. Das sind natürlich schöne Bilder, die Freude. Sie kennt keine Grenzen. Klaus Schmidt, Glückwunsch, danke. Herr Zellhofer, oh, durchatmen, oder? Ja, unglaublich, unglaublich. So, jetzt ist es soweit. Ich darf zum allerersten Mal hier über den Red Carpet gehen, rein in die Wiener Oper. Und das so unbedrängt ist ja wirklich ein Privileg. Sie wissen, zu späterer Stunde ist hier wirklich die Hölle los. Wie geht's Ihnen denn eigentlich mit dem hier gültigen Rauchverbot? Naja, ich halte das schon ein paar Stunden aus. So ist es nicht. Wie schwierig ist es als Bundeskanzler hier jetzt, sagen wir mal, die Pflicht und das Vergnügen zu vereinen? Also schwierig ist gar nichts. Ihre Frau kommt dann in den Genuss ihrer Tanzkünste. Das weiß ich nicht, ob es für sie ein Genuss ist, aber jedenfalls, wir tanzen. Ja. Unterhaltung ist es auf alle Fälle, die Frage ja, ist nur für wen. Allerweil, ja. Eins, zwei, drei, Mahlzeit. Ja, gut gemacht. Ich glaube, so unattraktiv hat noch niemand im Fernsehen eine Auster gegessen. Jetzt bin ich aber froh, wenn ich aus diesen Schuhen rauskomme. Aber ich habe für Ersatz gesorgt und schlüpfe einfach mal in diese bequemen Teile hier hinein. Und vielleicht könnte ich damit ja auch noch ein bisschen tanzen gehen.